Herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Heute gibt es rohes Essen, gekochtes Essen versus frittiertes Essen. Richtig geil. An der Stelle liebe Grüße an Kerstin, die uns das ganze letzte Mal in die Kommentare geschrieben hat. Ich bin super gespannt. Mama war einkaufen. Papa wird uns das Ganze heute servieren. Ich will kurz mal zeigen, wo die Marie drin frittiert hat. Also, in einem Pott. Daraus kriegen wir gleich unser Essen aus. Nee. Ich habe eine ganze Stunde das Video vorbereitet. Eine ganze Stunde. Über eine Stunde fast. Können sogar leckere Sachen sein, die wir heute kriegen. Mach doch einfach mal den Deckel drauf. Wir haben noch nicht gezogen. Warten. Schön. Okay, mach mal nicht so schnell. Dann seht ihr schon mal eure Katastrophe auf euch zukommen. Ich kann es nicht sehen. Leute, ihr müsst Ash entschuldigen. Der sieht heute hässlich aus. Ich hab roh. Ich hab frittiert. Ash, du hast gekocht. Ich hab frittiert. Der Mama hat Glück. Am besten. Ich hab richtig Glück. Einfach pur Glück. So, wisst ihr, ich hab die Dinger noch nie. Also, ich bin sowieso kein Fan von denen. Und dann auch noch roh. Ah, ich würde das nicht essen. Wieso? Sonst kriegst du so eine Fischvergiftung oder so. Ne, was? Ich hätte das jetzt gegessen. Fischvergiftung. Ist das nicht Rohschnecke, oder? Das ist roher Fisch. Es kann ja keine Fischvergiftung geben. Du kriegst eine Garnelenvergiftung. Garnelenvergiftung. Junge, die schmecken ja nach Knoblauch pur. Meine schmecken gut. Ja, wie sieht es bei dir aus? Okay, Mama hatte Glück. Ash, weiß nicht, mochtest du die Dinger gekocht? Nee. Roh hat man auch nicht viel geschmeckt, außer Knoblauch. Ich würde sagen, wir können einfach in die zweite Runde gehen. Mhm. Ash, hier habt ihr Nummer 2. Ja, danke schön. Die goldene Mitte. Ja, ich glaube, ich habe frittiert. Oh mein Gott. Geil. Ash hat roh, ich habe frittiert. Mama hat gekocht. Ja. Alter! Banane roh, gekocht und frittiert. So, pass mal auf. Das ist hier gekocht. Das ist roh und das Spaß, ist frittiert. Ne? Hau rein. Frittiert. Ich hab noch eine kleine Gabel, damit du nicht anfassen wirst. Ja, er schafft, alles gut. Am besten behalten wir unsere Gabel hier vorne. Alter, frittierte Banane noch nie in meinem Leben. Die ist bestimmt gut. Es ist lecker. Aber ein Löffel besser. Das sieht so flüssig aus, so breiig. Also, gekochte Banane ist bestimmt zum Kotzen. Aber frittiert, frittiert ich weiß bestimmt nicht. Auch. Ja. Und? Mmh. Ja. Richtig ölig, so richtig gut. Wow. Das ölig. Passt ja überhaupt nicht. Ja, das ist so. Das schmeckt fettig. Eine fettige Banane. Das passt null. Junge, das ist schon erst diese Runde verkackt, aber nee. Der Glücksbitte hat einfach das Beste bekommen. Diesmal gibt es das hier. Das mögen die super gern. Okay, bin gespannt. Ja, ernsthaft? Bitte ich frittiert. Ich glaub, frittiert ist meistens lecker. Ich bin auch frittiert. Nein! Ich hab gekocht. Ich mag das gar nicht. Also nicht roh, nicht frisch, nicht gebraten, nicht gekocht. Es gibt Sushi! Also, so wie das aussieht, ist das hier gekocht. Das gekochte sieht aus wie frittiert. Und das ist frittiert. Und aber das ist normal. Ey, es gibt wirklich frittierte Sushi so mit so einem Mehl und so. Das ist richtig geil. Weil wirklich Sushi schreibt sich an. Ey, rein. Papa, ich hole eine Gabel. Magst du das? Ich mag das eigentlich gar nicht. Was machst du? Ich hab doch frittiert. Geht fit? Deins schmeckt bestimmt besser. Guck mal, wie weich das alles ist. Hart und widerlich. Das schmeckt nach Fisch. Das Ding ist so ölig. Das ist halt irgendwas absolut scharf da drin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, einer von euch braucht keine Messer und Gabel, sondern beide eventuell. Boah. Nein, ich hab roh. Frittiert! Ja, Mann, was ist das denn? Alter, also, das frittiert ist, Apfel. Meine sieht am besten aus von allen. Das ist hier frittiert, gekochten? Das ist gekocht. Gekocht ist, so ist glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das ist so ein richtiger Rentnerapfel bestimmt. Muss nicht mal beißen. So, jetzt gib mir mal den frittierten Apfel. Und wie schmeckt der gekochte Apfel? Das Ding ist frittiert, kann auch nicht viel geiler sein, so, weil einfach, es ist einfach fettig. Es ist einfach eklig. Ja. Das ganze Fett läuft in deinem Mund. Was ist das? Das Ding ist, der schmeckt zwar ein bisschen, also, der schmeckt nicht so krass ekelhaft, aber diese richtige Schmierschicht oben drauf ist einfach wieder. Bitteschön. Mann! Man weiß nicht, ob er sich freuen soll. Er hat schon geguckt, was es da gibt. Frittiert! Hoffentlich lässt er was Gutes. Ja, ich hab schon wieder roh. Ja, entweder es kann auch scheiße sein, ne? Bitteschön. Okay, go! Oh Mann! Ich hab eine richtige normale Tomate. Was ist das? Ich hab roh. Ja, wollte sagen, das sieht gleich aus. Das ist hier frittiert und das ist hier gekocht. Da siehst du noch das ganze Öl da drumherum. Eine gekochte, frittierte Tomate. Das kann man sich nicht geben. Also eigentlich. Ja, man brät ja auch eigentlich ein Öl an, so wisst ihr? Aber gekocht auch nicht so geil bestimmt. Meine schmeckt gut. Es schmeckt halt Tomaten. Ja. Er ist nicht so lecker. Das schmeckt nach Tomaten nee, mit Öl. Ich koch nur so, weil es lecker ist. Also Tomaten, also ja, das. Ja, keine Ahnung. Ist nicht so mies, aber Tomaten halt absolut widerlich.
Und ich würde sagen, es kann direkt weitergehen. Das ist eklig. Bitte nächste Runde. Kannst du noch was Leckeres bringen, Schnucki? Ja, yes, gibt's ja irgendwas zu essen. Was hab ich denn? Hab ich Roh hoffentlich? Ich hab hier das Gleiche. Ich hab Roh. Na gut, dann. Gekocht. Frittiert. Was davon ist gekocht und was frittiert? Das Frittiert ist ein bisschen bräunlich am Rand. Gekochte Wassermelone. Ist ein bisschen durchsichtig. Gib mir schön gekochte Wassermelone. Schön noch lippiger als sonst was. Ja. Meine schmeckt sehr lecker. Das nee, Mann, was ist das? Hast du die ganzen Sachen in einem Kochwasser gekocht? Also, pass mal auf. Nein, ich hatte zwei Töpfe. Das schmeckt einfach nur so widerlich wie sonst was. Das schmeckt nach Sushi. Ich weiß nicht, was da drin ist. Nee, das kann nicht sein, weil frittiert habe ich das so, erst die süßen Sachen und dann nachher immer so ekliger Sachen. Also frittiert ist alles in einem Fett gewesen. Ja, aber ich habe angefangen. Deswegen schmeckt die Tomate auch eben so ein bisschen. Was? Ja, das ist so ein komischer Mix halt einfach. Einfach so widerlich. Nee, kann nicht sein, weil Tomate ging nach Apfel rein, glaube ich. Leute, ganz kurze Sache. Bitte kocht keine Wassermelone. Das ist einfach nur widerlich. Kocht nichts außer Nudeln und Kartoffeln. Ja, so, was kann man noch kochen? Ja, nichts. Also meine Wassermelone war super lecker. Das sind einfach Sachen, die gehören. Wollt ihr die nächste Runde? Ja! Wenn was Leckeres mal kommt, dann wär's das schön. Wollt ihr die nächste Runde? Ja! Nein! Ah, bitteschön. Können wir erstmal ziehen? Erstmal ziehen. Nimm. Ich möchte nicht. Nimm. Das will ich jetzt nicht. Das hast du mir gegeben. Das ist das gleiche gleich wieder, oder? Wieder frittiert? Nein, ich hab gekocht. Ich hab dreimal frittiert. Ich hab hast du dreimal vielleicht gekocht? Ja, dann tauschen wir. Gekocht. Warum tauscht ihr? Okay, 3, 2, 1, aufmachen! Ah! Also, gekochte Pizza. Warum freust du dich über eine frittierte Pizza? Weil sie am besten schmeckt. Das ist gekochte Pizza. Jo. Scheiße. Rohe Pizza. Das ist nein, das ist meine. Guck mal, wie lange ich habe. Nein. Du hast gesagt, du bist nicht schon wieder frittiert, die dritte Runde. Die frittierte sieht am leckersten aus. Die ist auch am fertigsten. Das ist die rohe. Aber guck mal, siehst du, die ist ja eigentlich vorgebacken. Das ist Schimmel da, oder? Nein, das ist gekocht. Das sind Kräuter. Du musst wissen, eigentlich. Was ist das Weiße? Es ist Edelschimmel. Deswegen ist Pizza sind ja eigentlich schon vorgebacken, so wisst ihr. Guck mal, die ist fertig. Ihr könnt Pizza frittieren. Nicht nur backen. Mhm. Müsst ihr meine probieren? Von anderen ich esse das Ding erstmal auf, weil es was Leckeres ist. Ich kenne von dir was. Let's go! Nächste Runde, wir schauen mal, wer was bekommt. Ich hab wieder frittiert. Gekocht. Ich hab roh. Hallo, ich hab wieder frittiert. Ja, ich hab tauschen. Ja, nein, Schock, er hat doch eben gekocht gehabt. Jetzt kann man wieder frittieren. Warum tauschen? Ja, tauschen wir. Hier wird nicht getauscht. Gekocht, frittiert, roh. Ah! Ich hab wieder Glück. Also, das ist hier schön bräunlich frittiert, gekocht, weich gekocht. Schön, Mann, das andere ist normal. Weißt du, du hast so oft roh bekommen, ne? Immer beim Obst und so kriegst du roh. Kann ich doch nichts für. Ja. Doch. Nein. Doch. Wieso? Ich schummel ja nicht. Bäh, Digga, widerlich. Das ist so, also gekocht ist einfach nur eklig, weil es alles so übel, glibbrig, matschig ist. Ja, wenigstens schmeckt es normal. Und Ash? Normal. Nach Olivenöl? Also Mandarine gekocht schmeckt normal. Aber allein, dass man weiß, dass es gekocht ist, macht es einfach nicht wieder in den Leute, macht es aber nicht nach, also... Ich würde sagen, esst die Sachen so, wie sie gehören. Ja, genau. So, ab in die nächste Runde. Mal schauen, machen, was Geiles kommt. Vielleicht kann man mal werden. Das Beste von allem hier. Gekocht. Frittiert. Bitte schön. Frittiert. Mach mal auf. Wisst ihr, was ihr habt? Ja. Aber was ist da drin? Ihr müsst das aber auch aufessen, ne? Nein. Doch. Nee. Kommt darauf an. Das ist der Hauptgang jetzt. Ey, mach auf. Guten Appetit. Mach auf. Ah! Ich hab schon wieder Glück, Leute. Komisch, ey, ist doch geil. Ja, ist doch voll geil, Rohof. Es ist ein Burger, ein Chicken-Burger. Warum sieht der Burger so? Herr Roh geht doch, oder? Also. Den kocht der Burger! Der geht Roh nicht eigentlich? Ja, ist mein. Ich weiß es nicht. Die Dinger sind, die macht man nur warm. Ist das Ding einfach, ist normal, aber am normalsten. Sicher, da hast du ein rohes Fleisch gleich. Dann kriegst du Salmonellen. Also. Wenn du, aber wenn du das so kaufst, das steckst du einfach nur in den Backofen. Ja. Also muss es nur warm werden. So ist das Ding jetzt. Na gut. Also ich habe frittiert. Guck mal, das ist sehr, sehr fettig. Das ist mega fettig. Da ist sogar Salatblatt mit frittiert. Ich musste das in 3 Stücken frittieren, weil es sonst auseinandergefallen ist. Kochen war ganz schlimm. Halt mal auf, dass man mal sehen kann, wie die von innen aussehen. Du musst das Fleisch nicht essen. Du kannst nur das Brötchen probieren. Nee, hier. Das ist ein bisschen schärfer.
diesen Käsemesser noch nicht. Noch nicht. Okay. Hörst du das besonders? Ja, wow, ich kann einfach nur runterdrücken. Klapp mal auseinander. Ich hol mal die Kamera. Das ist so eklig, labbrig. Also meins ist sehr, sehr fettig. Ich guck mal. Ja, was ist das? Der Haupt ist mit dem Salat. Also was ist das? Der Koch? Das ist gekocht. Gebt euch mal auf. Aber guck mal, bei mir ist frittiert. Das kann ich ausfringen. Komm gleich zum Frittieren. Mhm. Guck mal, gebt euch das. Das kann man einfach ausfringen oder so. Was meinst du? Mir ist doch das untere Teil abgefallen beim Rausnehmen. Alter. Das ist eklig. Das schmeckt einfach widerlich. Das ist einfach... Junge, das ist, als ob ich irgendwie keine Zähne hätte. Das schmeckt auch nicht. Kannst mal mit Wasser. Kannst du mal sehen, wie es im Alter nachher ist. So, und jetzt kommen wir zum Frittierten. Guck mal, wir haben einen lecker frittierten Salat. Jetzt kommen wir zum Frittierten. Also ich habe hier einen frittierten Salatblatt, Unterteil, dann haben wir hier eine Frikadelle. Also frittiert sieht definitiv frittierte, geil aus. Ja, guck mal. Ist aber okay. Es ist sehr, sehr fettig, ne? Wirklich. Das, lieber fettig als wässrig. Das kannst du ausbringen. Ja. Oh, guck mal. Ja, jo, guck mal, was für ein fetter Fettfleck. Krieg ich bestimmt Bauchschmerzen hier. So, Ash, zeig mal deinen Burger her. Oh, der sieht nice aus von Ash. Oh yeah, schön. Boah, wenn du das Ding so drücken würdest, dann würde locker richtig viel raustropfen. Da. Schmeckt echt nett. Sieht voll gut aus. Frittiert, So, währenddessen hat er wahrscheinlich schon seinen Burger fast aufgegessen, denn der ist am normalsten. Das sind nämlich Burger, die man einfach nur in den Backofen schieben muss oder Mikrowelle, dann sind sie durch, also einfach warm machen. Das war nicht so lecker. Guck mal, Pommes ist doch das Beste hier. Brauchst du sagen, gibt's Pommes? Ich hab Pommes vergessen rauszunehmen. Das Geilste vergessen? Ja, nicht so schlimm, dann frittieren wir die einfach so. Oder wir essen einfach Pommes nachher ganz normal, oder? Ja. Da bin ich nämlich für. Siehst du, okay, warten alle runter, kommt noch was. Wir sind fertig, wir sind erlöst. Also zum Nachtisch würde ich sagen, gönnen wir uns noch die Pommes. Da ja, aber natürlich schön gebacken oder frittiert. Nicht gekocht, nicht roh. Schreibt mal rein, was ihr am liebsten davon gegessen hättet oder am nicht liebsten. Also was hat am besten geschmeckt? Ich habe gefühlt nichts Geiles gehabt. Der Burger. Also, schreibt auch mal rein, weil irgendjemand hat ja geschrieben, dass ich hier mitmachen soll bei dieser Fressorgie. Nein, du sollst generell in den Videos mitmachen. Also ich würde viel lieber hier ein bisschen den Kellner machen. Ja. Wisst ihr, was am besten war? Die Pizza. Stimmt, die Pizza. Ja. Lasst auf jeden Fall gerne nach oben da. Sollen wir sowas nochmal machen oder in anderer Kombination? Also schreibt es einfach gerne in die Kommentare rein. Dann machen wir es gerne, oder würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.